Also, ich wollte Ihnen gerne die Flötentöne beibringen, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen nahezubringen versuchen, wie die überhaupt entstehen und wie die insbesondere an Ihr Ohr kommen und wieso Sie sowas hören, wenn ich so was mache. Als Einstieg brauche ich zunächst eine sehr kräftige Person, die in der Lage ist, das Ende dieses Gummiseils verlässlich festzuhalten, während ich am anderen Ende rumwackle. Ich kann Ihnen versprechen, es werden gigantische Kräfte auftreten. Wer traut sich? Oh Jesus, jetzt habe ich alle verschreckt. Also es ist nicht, gucken Sie mich doch mal an, so gigantisch können die Kräfte nicht werden. Also, ne? Einfach mal festhalten und vielleicht gehen Sie ruhig auf die Bühne drauf, vielleicht da ans andere Ende oder so. Immer ist irgendwo ein Kabel dazwischen. So, also alle kennen das ja irgendwie so vom Seilspringen, ne? Dass man mit so einem Seil, na, das ist eine schlechte Position. Dass man mit so einem Seil halt sowas machen kann. Ja? Und ja, das wollte ich Ihnen ganz gerne zeigen. Das erinnert Sie vielleicht an Ihre Kindheit, aber der Bezug zum Vortrag ist immer noch nicht klar. Man kann mit so einem Seil natürlich auch sowas machen. Ja? Und Sie sehen, man kann da gemächlich das Seil auf- und abschwingen lassen. Aber wenn man das Seil so ein bisschen verkürzt, also wenn man da so ein bisschen näher kommt, dann wird dieses Auf- und Abschwingen schon ein bisschen heftiger und schneller. Ja, diese Zahl der Schwingungen pro, sagen wir mal, Sekunde wird auch genannt Frequenz, mit der das Seil schwingt. Ja? So, und vielen Dank. Darf ich Sie dann nachher nochmal belästigen? Das wäre sehr nett. Also, es ist so, genau das Gleiche passiert auch bei einer Saite. Die sehen Sie wahrscheinlich von hinten ziemlich schlecht. Die ist hier auf diesen Holzkasten gespannt. Es sind zwei Saiten, aber ich werde nur eine nutzen. Und wenn Sie so eine Saite hier anzupfen, naja, dann macht die halt irgendwie einen Ton. Ja? Aber was die eigentlich macht, was Sie sehen würden, wenn Sie hier vorne bei mir stehen, ist, sie schwingt genauso hin und her wie dieses Seil gerade eben. Ja? Und da ist noch ein anderes. Klingt vielleicht ein bisschen besser. Naja, aber jedenfalls schwingt es halt einfach hin und her. Ja, schön, es schwingt, Sie hören was, Sie hören einen Ton. Warum hören Sie denn da einen Ton? Das ist irgendwie komisch. Naja, das hat mit der Luft zu tun zwischen der Saite und Ihnen, genauer gesagt zwischen der Saite und Ihren Trommelfellen. Also diesen kleinen Scheibchen da, die Ihr Ohr gegen Wasser eindringen, abdichten, ja, wenn Sie mal tauchen, dass das Hirn nicht zu feucht wird. Da geschieht nämlich Folgendes, wenn die Saite wackelt. Die Saite schubst Luftmoleküle zur Saite und diese Luftmoleküle, die gehen ganz gerne so auf optimalen Abstand. Also das sieht dann irgendwie so aus. Die Saite schubst das Luftmolekül in seiner Nachbarschaft zur Saite, das schubst wieder das nächste zur Saite und das nächste und so. Und irgendwann einmal ist das letzte Luftmolekül an ihrem Trommelfell. Ja, Sie müssen sich jetzt also vorstellen, da ist ihr Trommelfell, also das eine Scheibchen im einen Ohr. Und das wird jetzt von dem letzten schubsenden Luftmolekül so in Richtung Hirnmitte bewegt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn an der einen Seite nicht nur einmalig geschubst wird, sondern gewackelt, ja, dass dann ganze Schubssequenzen auf ihr Trommelfell einprügeln. Das heißt, ihr Trommelfell wird letztendlich genauso zu schwingen beginnen, wie die Saite geschwungen hat. Sie werden sagen, naja, das kann er mir in diesem Rollenmodellchen hier vielfach zeigen, aber ich glaube es immer noch nicht. Doch, ich kann Ihnen zeigen, dass Schall irgendwas mit Luftmoleküle zur Seite schubsen zu tun hat. Und dazu muss ich, wo ist denn der nächste Feuermelder? Hallo. Dazu muss ich hier ein Kerzlein entzünden und Sie daran erinnern, in 7 Monaten und 10 Tagen ist Heiligabend. Ja. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass Sie vielleicht Geschenke kaufen gehen sollten, nachher noch oder so. Weiß nicht, ob die Geschäfte offen sind. Naja, das ist jedenfalls ein Lautsprecher, der kann nichts anderes machen als Luftmoleküle anschubsen und dass die angeschubst werden, das sehen Sie. Deutlich an dieser Kerzenflamme, die sich ganz schön aufregt, wenn sie davon Schallwellen getroffen wird.
Also so hoffe ich, Ihnen demonstriert haben zu können, dass tatsächlich Schallübertragung was mit sich bewegender Luft zu tun hat. Und besonders spannend wird es dann, wenn man die Kerze ausbläst. Da entsteht nämlich Rauch. Ja, nochmal gut gegangen. Also, wie weit sind wir jetzt? Wir sind jetzt so weit, dass Ihr Ohr genauso schwingt wie die Saite und Ihr Hirn setzt dann diese Schwingungen irgendwie in Töne um. Und deswegen hören Sie dieses Hin- und Herschwingen von dieser Saite. So, jetzt hatte ich Ihnen in gemeinsamer Arbeit mit dem netten Kollegen, der hier vorne war, gezeigt, dass die Zahl der Schwingungen pro Sekunde höher wird, wenn man die Saite verkürzt. Und dann machen wir das doch mal hier, indem wir da was unterstellen und hören uns mal an, was passiert. Ups, der Ton wird höher. Ja? Also dieses schnellere Schwingen bedeutet offensichtlich, dass Ihr Gehirn das schnellere Schwingen als höheren Ton umsetzt. Dass Sie das als höheren Ton erfahren. So, jetzt ist das Verrückte aber, und darf ich jetzt nochmal den Partner bitten, dass dieses langsame Schwingen und dieses schnelle Schwingen, moderne Technik ist einfach nichts für mich. So irgendwie. Ja. Hallo. Dass dieses langsame Schwingen und dieses schnelle Schwingen zugleich auftreten kann auf einem Seil. Und das kann man mit Schwingungen wie diesen hier zeigen, aber das ist so ein bisschen mühsam. Es ist leichter anzuregen, wenn man einfach so Drehschwingungen macht. Also Sie sehen, ich kann hier eine relativ langsame Drehschwingung machen. Ich kann aber auch eine schnellere machen. Und da sehen Sie, da entsteht in der Mitte so etwas wie ein, können Sie mal ganz festhalten, steht in der Mitte so etwas wie ein Knoten, also ein Teil des Seiles, der sich überhaupt nicht bewegt. Und wenn ich noch schneller drehe, mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja, dann kriege ich sogar zwei Knoten hin, aber nicht lang. Deswegen betrachten Sie sich bitte schnell und gut. So. Ja, also man kann auf so einem Seil eben langsame Schwingungen erzeugen, wo das ganze Seil schwingt, oder schnellere Schwingungen, wo gewisse Anzahlen von Knoten entstehen. Sowas kann man auch mit dem Ding hier zeigen, nur wird da so ein bisschen geschummelt, weil die Zahl der Schwingungen nicht verändert wird. Nicht nur Computer können abstürzen. So, sehen Sie, das ist sozusagen die Grundschwingung von dem Seil. Und was man jetzt macht, ist nicht die Schwingungsanzahl verändern, sondern die Seilspannung verändern. So können Sie zum Beispiel sehr schön diese Schwingung darstellen, wo ein Knoten zu sehen ist. Oder Sie können die Schwingung darstellen, wo zwei Knoten zu sehen sind. Oder die Schwingung darstellen, wo 1, 2, 3, 4, 4, gell? 4 Knoten zu sehen sind, ja? Also so hat man sich das vorzustellen. Und alles dieses ist natürlich auf so einer Saite gleichzeitig möglich. Ja? Also Sie können zum Beispiel hier diese langsame Schwingung anregen, das entspricht diesem Ton. Oder ich kann mal irgendwie hier in der Mitte zu dämpfen versuchen, also einen Knoten erzwingen. Es geht nicht so richtig, es klingt irgendwie, na nicht so besonders, ja? Aber höher. Ja? Und wenn ich die Saite irgendwo anzupfe, dann werden alle diese Schwingungsformen zugleich angeregt. Und durch die Stelle, an der ich zupfe, kann ich festlegen, in welcher Stärke diese einzelnen Schwingungsmoden, so nennt man das, angeregt werden. Wenn ich also in der Mitte zupfe, wird vor allem diese Schwingungsmode, wo das ganze Seil schwingt, wo die ganze Saite schwingt, angeregt. Aber wenn ich an der Saite zupfe, dann werden vornehmlich auch die mit den vielen Knoten angeregt. Und jetzt hören Sie mal, was passiert. Im Vergleich zu... Der Ton ist gleich geblieben. Die Frequenz, das, was Sie als Frequenz empfinden, ist gleich geblieben, die Tonhöhe. Aber der Klang, der hat sich ganz deutlich verändert. Ja? Wenn Sie also mehr von diesen schnellen Schwingungsformen beimischen, indem Sie geeignet zupfen, klingt es irgendwie härter, metallischer. Ja? Das heißt, die Zusammensetzung der Schwingungsformen bestimmt den Klang
und unterscheidet gewissermaßen auch den Klang zwischen Klavier, Klarinette, Pfeife und sonst was. Ja. Naja, und jetzt habe ich ja eigentlich mal angefangen mit, ich wollte Ihnen die Flötentöne beibringen. Und das war ja so ein Instrument wie dieses. Was schwingt denn da? Wenn Sie da reingucken, dann ist das wesentliche Bauelement dieses Gerätes ein Loch, also ein Nichts. Ja? Und das Tolle ist, dass in diesem Loch jetzt die Luftmoleküle auf gleiche Weise auf- und abschwingen können, wie das die Gummiteilchen hier auf diesem Gummiteil längs des Seiles konnten. Und in diesem Sinne kann dieses Ding in gleiche oder vergleichbare Schwingungsformen versetzt werden, die Luft hier drin, wie das Seil. Das kann Töne machen wie eine Saite. Und dann hatten wir doch festgestellt, dass wenn ein Seil kürzer wird, die Schwingungsfrequenz höher wird, also der Ton höher wird. Und jetzt ist ja zum Ausweis des guten Wissenschaftlers nichts wichtiger als ein selbstloser Selbstversuch. Und den werden wir hier auch mal unternehmen. Sie können also feststellen, dass bei einer bestimmten Füllhöhe hier eine bestimmte Tonhöhe zu hören ist. Und wenn Sie die Füllhöhe ändern, trocken, Riesling, trocken, dann ändert sich tatsächlich auch die Tonhöhe, genauso wie es bei unserem Seil der Fall war. Und mit diesem Selbstversuch will ich dann meine Darbietung beenden. Schön, dass Sie noch alle da sind. Und sollten Sie mal nach Hause gehen, dann passen Sie gut auf sich auf. Ja? Kommen Sie gut daheim an. Dankeschön.